Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 103. Diesmal schaffe ich das mit diesen Kanonen hier, hoffentlich. So, bumm. Selbstsicher. Epic Fail. Das Zielwasser war alle. Oh Mann, ich fand das sah ganz gut aus vom Fadenkreuz her. Ja, du hast aber auch hier, vorletzte Folge hast du dann auch das ganze Zielwasser ausgetrunken. Da war eine ganze Flasche weg. Hatte ich erst gerade eingekauft. Bei Rewe. Muss ich wieder los. Bei Rewe kaufst du einen, so. Also Leute, kauft bei Rewe ein, Rewe ist toll. Wir werden übrigens nicht für die Werbung bezahlt. Oder? Hö, hier war ich noch nicht. Oder war das das, wo ich verkackt hatte? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich ein bisschen orientierungslos. Okay, aber wenn da gelbe Münzen sind, dann hast du das bestimmt alles richtig gemacht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, hier so einen richtig falschen Weg gibt es, glaube ich, nicht. Hier warst du schon, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Das wäre doof, weil dann wäre ich ja im Kreis gelaufen. Also ich meine, in der letzten Folge warst du schon. Okay. Kann sein, ja. Oh Gott. Da hinten ist irgendwie... mal da. Direkt auf den Zinnen, aber ich weiß nicht, ob ich den erwische. Da fahre ich gerade die ganze Zeit im Kreis. Oh Mann. Ich glaube ja. Ah, nee. Okay, super. Da ist das Ende. Ja, hier ist noch was. Was? Hier gibt's noch was? Ich weiß nicht. Was ist das? Kann man da auch noch hin? Nein. Wir nehmen jetzt das Ende. Also ich habe jetzt auch keine Münzen oder Bananen mehr gesehen. Oder irgendwas, was sich lohnen würde. Jupp. Und wir sind ja auch schon ewig hier durchgeballert. Das muss dann reichen. Gehen wir direkt in den Baum rein und snacken uns wahrscheinlich ein super schweres Minispiel. Blaue Fledermäuse, interessant. Hast du noch Kokosnüsse dabei? 185. Oh, was ist das? Das sieht nach, wie heißt er? Chunky aus. Ja. Woran erinnert mich das? Diese rollende, runde Tür, weiß ich gerade nicht. Irgendwoher kennt man solche Türen. Keine Chance gegen den erfahrenen Nahkämpfer Donkey Kong. Hier ist noch ein Ballon, ne? Na gut. So. Geronimo! Das war ein bisschen riskant. Ah, Kristallkokosnüsse, das ist ein Zeichen. Mal schauen. Oh, was ist das? Ich glaube, eine Pflanze. Okay. Einfach so? Ja. Als Deko? So. Deko-Pflanze, ja. Okay, alles klar. Sieht vertrocknet aus. Direkt unter Wasser, sieht vertrocknet aus. Oh, eine Fee! Was ist das? Ein Weckerschild. Und was gibt's dazu? Natürlich eine goldene Banane. Meinst du, das geht auf Zeit hier? Nö. Ich glaube, danach triggert irgendwas, was auf Zeit geht. Ich versuche mal, die Fee zu fotografieren. Ich kann allerdings nicht weiter nach oben gucken, als ich das gerade tue. Wie fotografiert man noch mal? Auf B, ne? Stimmt, B, ja. Ich habe gerade auf A gedrückt. Komm ins Bild, du schöne, wunderhübsche, heulende Fee. Ich kann nicht weiter nach oben gucken. Oh nein. Zählt das? Nee, ne? Mist. Das zählt. Jawohl. Schönes Ding. Wieder mehr Crystal und mehr Fotofilm. Oder? Mhm. Ja, sehr schön. Alles klar.
dann können wir ja jetzt hier dieses Ding einmal beballern. Ui, die braucht ja ganz schön lange dahin, die Kokosnuss. Das scheint weit weg zu sein. Oh, die braucht ja richtig lange. Hat nicht irgendwas getroffen? Das ist wieder so ein Donkey Kong Minispiel, wo man nicht weiß, was man machen soll. Aber man weiß, was man kriegen will. Irgendeine Banane, die hier. Aber wie schieße ich das denn jetzt ab? Vielleicht braucht man zielsuchende Munition und wir haben gerade keine. Meinst du? Nee, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht hast du einfach noch nicht getroffen. Halt mal noch ein bisschen mehr drauf. Ach ja. Es ist ja ein Traum. Also da hat auf jeden Fall was von getroffen. Vielleicht musst du den auch fotografieren. Meinst du? Ich kann das mal probieren. Kannst du mal probieren. Zeigt allerdings keinen komischen Smiley oder irgendwas an. Ja. Scheint nicht richtig gewesen zu sein. Tja, ach, wahrscheinlich brauchen wir das Shooter-Upgrade. Ah. Es gibt doch in diesem Level noch ein Shooter-Upgrade, haben wir erfahren. Und vielleicht öffnet das den Weg für Lanky oder so, keine Ahnung. Ah, okay, hier kommt man raus. Quasi relativ in der Nähe des Baumes sogar. Dann gehe ich mal weiter noch ein paar Bananen sammeln. Hm. Vielleicht kriegen wir noch raus, wie das geht. Mit dem Shooter-Upgrade möglicherweise. Ja, Funky wird uns auch noch begegnen. Candy haben wir ja schon. Oh nein. Was war das mit dem möglichst nicht runterfallen? Gut reagiert. Respekt. Da hat die Kamera mal irgendwie bisschen verrückt gespielt. Oh, wow, nicht schlecht. Ich bin ein bisschen beeindruckt von mir selber gerade. Ich dachte, das geht schief. Also einfach mal der Bananenspur folgen, dann haben wir schon fast die Bananenmedaille zusammen. Das ist gar nicht so schlecht. Also es sind zumindest schon mal ganz schön viele Bananen, die hier so rumliegen. Nee. Ist gerade nicht der optimale Zeitpunkt, um rüber zu jumpen. Obwohl hier das gar nicht so schlimm ist, wenn man runterfällt, ne? Nee. Genau. Ah, dann springe ich einfach mal. Großes Kino. So. Oh Mist, zu weit. Und oben. Ah, schade. Ich hatte gehofft, er hält sich fest. Irgendwie sind die gerade vom Timing her nicht so. Da war es gerade ganz gut. Ich glaube, es geht ganz gut. Also wenn die so nacheinander kommen. Ja, perfekt. Jetzt hat's gut gepasst. Alles klar. Keine Ausreden suchen, sondern ordentlich spielen hier, ne? Genau. Nur mit einer Kamera und so. Nein! Okay, toll. Das war gut. Na, bis zum Einserschalter wirst du es ja wohl schaffen. Das wird ja kein Problem. Ja. War ich da schon? Eben gerade auf dem Weg? Weil sonst könnte ich mich da jetzt hier einmal hochklettern und hinporten. Ich weiß es nicht genau. Ich mach's einfach mal. Obwohl, nee, ich gehe den Weg nochmal. Oh oh. Na toll, ey, da klettert man irgendwo hoch und denkt sich, bevor ich jetzt in diese grüne Parallelwelt portiert werde, springe ich mal runter. In der Hoffnung, dass ich irgendwo lande. Man landet einfach voll ab vom Schuss im Nichts. Das war nicht so cool. Aber kann man mir dafür Vorwürfe machen? Niemals. Sehr gut. Habe ich ja Glück gehabt. Zack und bumm. Ah ja. Wunderschön, wunderschön. Na, die kommen gerade ganz gut, ne? Nicht so gut, aber ich mach das schon. Ups! Ja! Ach, jawohl. Puh, das war wieder ganz schön knapp. So, war das hier, wo ich hoch wollte? Ja. Oder?
Ja. Wo sind die Bananen? Da. Alter, das sind echt viele Bananen, die sich hier einfach mal hingestreut haben außenrum. Ja. Ah, hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Hier bin ich auch noch nicht lang gelaufen. Ach so. Oh nein. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass er mich mit seinem Keulenschlag da umhaut. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die sichere Methode genommen und ihn platt gemacht. Aber manchmal holt er ja so von oben aus, da ist das dann kein Problem auszuweichen. Aber manchmal holt er ja so einen seitlich ausgeholten Schlag auch raus. Hallo Lenkys Blaupausenmann. Oh, sehr gut. Oh, alles gelb hier. Der Zweierschalter. Nice. Wunderbar, der führt direkt zu einem Didi-Fass. Dann kann man von da aus wahrscheinlich auch gut die Welt ein bisschen erkunden. Oh, hält das? Ein bisschen Angst gehabt gerade. Boah. Es geht hier weiter. Ist, hier ist diese Brücke unten. Da ist Cranky. Cranky, wir wollen ein Upgrade. Ich gebe dir auch 20 Münzen dafür. Und das ist der Dreierschalter, nicht wahr? Wunderbar. Ja, dann gehe ich mal zu Cranky, oder? Geh mal zu Cranky. Ist gar kein Wechselfass hier, oder? Ja. Hm, das ist ja doof. Aber ist ja direkt beim Dreierschalter eins. Also nicht so schlimm. Na, du alter Sack, wie viel haben wir? Was geht ab? Du hast 27 Bananenmedaillen. Mensch. Für 7? Dein Glückstag, Donkey. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Und den nehmen wir natürlich. Oh, was kommt jetzt, ey? Der super duper Primaten-Power. Oha, was macht das wohl jetzt? War nicht ganz einfach, oder Donkey? Du und die anderen flohstichigen Kongs können jetzt alle roten Schalter aktivieren. Mehr gibt's nicht, alles klar. Ja, rote Schalter. Haben wir schon einen gesehen? In diesem Level glaube ich noch nicht, aber im letzten Level konnten wir ja schon welche aktivieren. Really? Und wahrscheinlich gibt's ja auch welche dann. Ja, das waren dann statt der blauen Schalter mit dem... Das ist einfach ein normales Krokodil mit so einem Bettlaken drüber. im letzten Level gab es ja die, die es sonst in Blau gab, mit den Gesichtern drauf, gab es dann auch irgendwie in Rot. Hier ist zum Beispiel so einer. Nice, das Museum. Mit Chunky. Und das Museum ist wahrscheinlich zu und das kriegt man damit auf. Aber gut, dass das da steht, dann wissen wir schon mal Bescheid. Ja. Knacks. Also die Gegner hier an der Oberwelt sind erstmal noch gar nicht so stark, die meisten zumindest. Hier sind ein paar von den Keulenschwingern. Das war der Viererschalter, ne? Guck mal, das ist Pilz. Und bestimmt was für Tiny? Ah ne, für Lanky, cool. Gewächshaus. Oh, ja, genau, Gewächshaus. Okay. Und so ein Jump-Pilz. Ne, was ist denn das für ein Pilz? Boah. Irgendwie steckt da richtig viel mehr Power drin, ne? In diesen Arschbomben als früher. Ja, okay, für Lanky was, für Tiny was. Oh, nur eine Plattform? Wie einfach. Puh, gut, dass ich doch rübergekommen bin. Ballraum. Didi? Donkey gibt's einfach nicht. Der musste nur den Weg einmal bereiten. Kannst du ja nochmal weiterlaufen, wir gucken noch. In dieser Folge nochmal ein bisschen weiter. Oh nein, das sind ja zwei. Ach, ich habe erst mal eine gesehen. Huch, oh, was ist das für eine denn? Sprechblase oder so? Die Bücherei. Von der Bücherei haben wir in den Tipps gar nichts gehört, ne? Nee. Okay, das stimmt, wir sollten nach vorne gucken, wenn wir laufen. Ist wie beim Fahrradfahren. Und das hast deine Eltern gar nicht gesagt, guck nach vorne, Kind. Nee, die haben immer die Strategie verfolgt, der lernt doch durch seinen Schmerz. Okay, willst du hier schon reingehen? Ich mach's mal auf und guck mal, was passiert. Also, drück den Schalter mal. Da muss man jetzt irgendwie... Die Bücherei geht auf und man hat begrenzt viel Zeit. Das mache ich jetzt nicht. Ich geh erstmal weiter gucken. Vielleicht gibt's da irgendwas Einfaches oder irgendwas an, weiß ich nicht. Hier noch zu sehen, was wir sonst verpassen würden. Erstmal abgepfiffen hier. So, jetzt sind wir quasi ganz oben. Hier sieht man schon...
glauben wir zumindest, dass wir ganz Snide ist auch hier. Nice. Und der Fünfer-Schalter. Das ist ja schon mal echt gut, dass wir hier alles aktiviert kriegen. Nochmal Lanky. Ja, das ist wahrscheinlich das, was sie gemeint haben. Mit ah ja, stimmt. Ja, aber Lanky, wieso brauchen wir hier das Shooter-Upgrade? Shooter? Das war doch das letzte Upgrade von Funky, was wir brauchen, oder? Ich glaube schon. Oder war das das von Cranky? Ich meine Funky, aber keine Ahnung. Okay. Wir nehmen ja sowieso alle Upgrades immer sofort mit, weil wir bisher zumindest immer genug Münzen hatten und jetzt kommen wieder 5 rein. Ja, schon ein bisschen Größes, ne? Bisschen Bonzer. Für Snide haben wir gerade nichts hier mit. Machen wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen in einem Rutsch dann am Ende. Ja, Wechselfass. Dann wechseln wir hier in der nächsten Folge mal und schauen uns nochmal an, was es sonst noch gibt. Was meinst du? Ja, ich bin auch ganz stark dafür, dass wir nochmal mit Lanky hier gucken, wo ja auch gerade der Lanky-Schalter ist. Alles klar, machen wir das erst in der nächsten Folge. Jo, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.